nicht nur Shakespeare lädt dazu ein, in Rollen zu schlüpfen, sogar Manga-Comics können als Vorlage dienen, nämlich für sogenannte Cosplayer, also Leute, die sich Kostüme anziehen, oft angelegt an die japanischen Comics. Diese Szene ist schon lange in Deutschland angekommen, was auch eine Manga-Ausstellung auf der Augustusburg beweist, die gestern eröffnet wurde. Sie sind ausdrucksstark, faszinierend, sprechen Bände. Die großen Augen sind der Blickfang eines jeden Mangas. Große Augen garantiert, verspricht die Augustusburger Mangamania. In und vor den japanischen Comics. Mehr als 70 Jahre Manga-Geschichte, hier werden sie gezeigt, erklärt und individuell erlebbar gemacht. Im Manga kann man Dinge tun, die man real nicht macht. Man kann selbstbewusster sein als im wahren Leben. Das ist für das Zeichnen eine sehr große Herausforderung. Aber es ist unglaublich spannend und es macht sehr viel Spaß. Auch sie schlüpfen gern in fremde Rollen. Am liebsten in fantastische. Silvia Trinens und Dominik Weber sind Cosplayer aus Leidenschaft. Das Schöne ist, man kann in dem Moment jemand anderes sein. Also wenn man jetzt so schüchtern ist von Person aus und kann man sich einen Charakter suchen, der halt nicht so schüchtern ist und man kann dies gut dann umsetzen. Man hat halt Kreativität und das Coole ist halt, wenn man alles selber macht, dann weiß man, was für Arbeit drin steckt und das ist halt ein Hobby und man sitzt halt nicht sinnlos rum. Mit dem Manga- und Anime-Boom schwappte in den 1990ern auch der japanische Verkleidungstrend nach Europa über. Ein Virus, der alle Altersgruppen befällt. Auch der Ulmer Mathelehrer Rudolf Arnold ist infiziert. Dass diese Szene so offen ist, so nett, da wird nicht geraucht, da wird nicht gesoffen. Man hat einfach Spaß, man ist kreativ, man redet über diese Kreativität. Und wenn ein Junge ein Mädchen sein will, dann ist es okay in der Cosplay-Szene. So farbenprächtig die Kostüme, so vielseitig die Comics. Vor allem aber wirkt der Manga subversiv und fremd, faszinierend eben. Es ist eine Herausforderung, denke ich, immer Themen so zu setzen, dass sie auch viele Menschen erreicht. Das ist der Ansatz, den wir haben. Es ist eine Verbindung zwischen Historie und der Gegenwart. Und es ist eine interaktive Familienausstellung, die sich auf verschiedenen Ebenen erschlossen werden kann. Der japanische Comic, er ist längst in Deutschland angekommen. Im Schloss Augustusburg sorgt der Manga nun für große Augen. Garantiert.